Jetzt kann, nee, kann sie doch aus der zweiten Reihe auch. Ich verstehe das irgendwie nicht. Ja, dann kann ich eigentlich nur noch attackieren. Das müssen wir wohl heilen. Eigentlich müsste ich was aufgeladen kriegen an Zaubern, ne? Erste Reihe Zauber, oder? Ein verbindeten Ganz. Ja. Sehr schön. Alter, wie viel die aushalten, diese Scheißviecher. Oh nein, nicht die. So auf den Sack. Sechs, fünf, eins. Okay, jetzt regeneriert sich langsam oder kommt mir das nur so vor? Ciao. Ja, Zerkleinung ist definitiv ein toller Zauber. Mag ich gerne. War ein tolles Geschenk von Necklord, glaube ich, ne? Alter, das ist unendlich lang, dieses Level. Oh, nee. Naja, da weiß man, wofür man es hat, ne? Scheiß Viecher, ey. Heiztropfen. Okay, hier mache ich jetzt erstmal Auto. Ich spiele natürlich dieses Level im Wald. Ich finde das mega geil. Ich spiele das natürlich im müdesten Zustand. Wo man halt kaum gepennt hat irgendwie. Mal nochmal eine Runde. Niederschlag gut. War er getroffen? Nee, ne? Nee. Oder er hat mir nur ein bisschen abgezogen, kann auch sein.
Gute Runde. Definitiv eine gute Runde gewesen gegen die. Gut, wir haben's. Oh, wir sind da. Unglaublich. Liberaten wir. Kann ich hier irgendwo speichern? Also in dem Spiel, ich habe Probleme. Die Speichermöglichkeiten, die sind ein bisschen rar, finde ich. Ne, weil es kann ja immer sowas passieren, dass was abschmiert. Und das ist nicht schön. Also es kann ja sogar beim neu produzierten Spiel auf einer neu produzierten PlayStation wäre das sogar so, dass was abschmieren kann. Also eigentlich sollte man mal so ein bisschen speicherpunktmäßig drauf sein. Nehmen wir mal an, im Hotel, im ehemaligen Studentenheim ist auch nichts. Ja, das hier, ne? Ne, ist glaube ich alles geschlossen, ja. Oh. Ah, cool, okay. Das ist dann toll. Dann hat sich das gerade zerschlagen, was ich gesagt habe. Fehlt immer noch der letzte Zauber der Guten. Das ist das Problem an hier. Sogar Hauser hat schon so viel. Nur, dass Hauser nur eine Rune hat. Eigentlich kann man dem, ja, kannst du eine Wasserrune handdrücken, das war's. Dafür ist er gut genug. Ach, so. Das ist ja nur... Oh Gott, das lohnt sich ja gar nicht. Ich habe mal Captain dabei. Das war auch super schlau. Habe ich es nicht ausgeschaltet, den Zauber. Super. Ich laufe gleich nochmal zu den Typen hin und schlafe. Dann. Jupp. Von mir, es können auch wiederkommen, das interessiert mich mal eigentlich gar nicht. Die Streifen über seinen Kopf, ne? Wenn sie sich vor ihn hockt und, naja, wisst schon. Das Spiel ist eh nicht für Kinder. Allein die Handlung ist schon nicht für Kinder. Und was solche Leute wie Luca Bleib machen, von daher kann ich eigentlich im Prinzip sagen, was ich will. So. Mal ein bisschen Remi und Demi machen oder soll ich einfach mit allen verteidigen und die hinwegwirbeln? Kann ich eigentlich auch machen, ne? Ich bin ja ein fauler Mensch. Damit hat sich das mit Aida leider wieder zerschlagen. Elend. Aber dann weiß ich jetzt wenigstens, dass ich Rina die Dings geben kann. Gegenstand.
Traumrobe. Ausrüsten, Rina, bumm. Ausrüsten, Eider, bumm. So kann's gehen. Hat sie gerade zwei Zauber dazu gekriegt? Okay. Sie hat gerade mehr Zauber als Lück. Nein, nicht mehr, aber... Okay, also diese Robe, die ist anscheinend ganz nett. Über. Ja. Ich glaube, ich habe noch nicht... Autsch. Der hat gehupt. Das war ein riesiger Bus. Oh, ich glaube, der war hart. Okay, da hauen wir jetzt aber alle... Feuern wir alles drauf ab, was geht. Ja gut, da haben wir nichts zum Abfeuern. Sturmwarnung. Nur Anwender. Racheblitz. Ne, mach erstmal einen Torschuss. Obwohl, das ist... Ne, wir machen erstmal einen Racheblitz. Und eine Zerkleinerung. Ich glaube, der war richtig Brett, der Gegner hier. Okay. Okay, ist immun gegen Blitz. Ja, Gott sei Dank nur gegen Blitz. Alter, das habe ich richtig gelesen eben, was er abgezogen hat. Gut, dann müssen wir ihn mit der Auferstehung bombardieren. Blütetropfen. Sturmwarnung, Zerkleinerung. Und sie hat nur eine Zerkleinerung gehabt, das ist schade. Das ist auch nichts Gutes. Und kann sie nur angreifen. Alter. Also gegen Wind? Eieiei. Ignoriert diese Geräusche. Tut so, als wenn sie nicht da wären. Alter, ich eine stille Kette, die. Alter, der zieht sowas von viel ab. Sehr heftig. Genau, auch mit Flick dann den Falschen mitgenommen, ne? Ist lustig. Scheiße. Was zieht denn das ab? Gar nichts, ne? So richtig.
Pfanne, Eintopf. Auf Hose. Alter, Gott sei Dank zieht Glück so viel ab, ey. ...196, ja, kannst du auch genauso gut markieren, ne? Ja. Was? Alter Schwede! Was? Alter, das war voll heftig gerade. 300 bei allen Verbündeten. Teilen, ja. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gelesen. Yes. Alter, ich bin bestimmt damals gegen den 10.000 Mal gestorben. Alter, wenn es Glück nicht gäbe, ne? Und seine Windrune. Ja, bis zum nächsten Mal, Hubert. Einmal sehen wir uns ja noch. Leider nicht auf meinem YouTube-Kanal. Dann können wir uns jetzt Green Hill angucken und dann beende ich mal kurz, weil ich habe eventuell gerade Bock auf Mackis. Ich möchte aber gar nicht so schnell dahin. Ich will nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ich hasse nichts mehr, als wenn ich gezwungen werde. Also wenn ich jetzt mir noch nicht mal aussuchen kann, dass ich irgendwo bleibe. Das ist genauso schlimm, wie zu viele Charaktere auf einmal aufgezwungen zu kriegen. Ja, ich bin müde vom Krieg, so sieht's nämlich aus.
Wer fehlt mir jetzt hier in der Gruppe? Hauser. Chronik. Lord Jack, ich arbeite derzeit an einer Chronik über deinen Aufstieg zum Ruhm. Bitte warte noch ein bisschen. Marlow. Sagt Apple etwas zu dir über mich? Bitte sag mir, wenn du etwas hörst, okay? China. Ist wirklich okay, dass ich der Shepard-Armee bin? Ich fühle mich deplatziert. Nein. Alter, wenn hier irgendwer nicht deplatziert ist, bist das bestimmt nicht du. So. Ich könnte jetzt... Deswegen wollte ich jetzt gerade nicht weitermachen. Ich wollte nach Greenhill, ne? Aber vorher will ich nochmal speichern. Schlafen und speichern, die sind bestimmt alle leer hier, ne? Weiß ich zwar jetzt eigentlich... Nee, ich glaube, die sind so ziemlich leer.